Hör zu, Christian. Bei deiner Untersuchung sind wir auf gewisse Anomalien gestoßen. Das CT hat... Das heißt? Das heißt, dass ich dich hier behalten muss. Aber mir ist nur ein bisschen schwindelig und die Kopfschmerzen... Ich denke, dass es in den nächsten 1 bis 2 Tagen schlimmer wird. Schlimmer? Du wirst sehr starke Kopfschmerzen bekommen und dich oft übergeben. Ich werde was? Das ist doch ein Scherz, oder? Christian, du hast einen Tumor im Gehirn. Ich meine, es ist sehr ernst. Stimmt mit den Leuten, mit denen ich spiele. Das heißt, dass ich die auf der Bühne irgendwie brauche, also ein Vertrauen zu denen haben muss, dann macht es mir am meisten Spaß, weil dann kann ich irgendwie loslassen. Und ich bin eh ein eher verkopfter Mensch. Das ist anders als Deutsch und es ist irgendwie heimatlicher als Deutsch, weil es ist irgendwie trotz allem, obwohl es Deutsch jetzt auch viel mit mir zu tun hat oder gefüllt ist, ist das irgendwo so ein bisschen Spruch vom Herz. So wie ich jetzt rede, ist eigentlich so, wie meine Schwester und ich früher geredet haben, wenn wir Deutsche gespielt haben.